morgens erwacht jeder Mann in Paris zu den Glocken Notre-Dames. Der Bäcker backt Brot und der Bootsmann legt an zu den Glocken Notre-Dames. Zu den Großen so laut wie der Donner, zu den Kleinen so sanft wie ein Psalm. Die Seele der Stadt wohnt im Ton, gibt den Takt an im Klang. Der Glocken Notre-Dames. Hört doch, sie klingen so schön, die farbigen Tonarten, die vielen verschiedenen Stimmungen. Aber glaubt ja nicht, dass sie ganz von alleine bimmeln. Ach nein? Nein, du dummer Junge. Da oben, hoch oben im dunklen Glockenturm, haust der geheimnisvolle Glöckner. Wer kann dies Wesen sein? Wer? Was ist er? Was? Wie kam er dorthin? Wie? Ruhe! Clopin erzählt es euch. Er erzählt euch die Geschichte von einem Mann und einem Monstrum. Schwarz war die Nacht, als es alles begann, auf der Seine bei Notre Dame. Er war aus, sei sonst in der Tasche. Still, Kleiner. Vorsichtig schlichen Zigeuner heran, auf der Seine bei Notre Dame. 4 Gulden kostet die Überfahrt nach Paris. Dann in eine Falle und sie blickten voll Schrecken und Gram in das kalte Gesicht des gefürchteten Richters und sahen Richter Claude Frollo, den Wächter Notre Dame. Frollo wollte alle Welt von böser Lust befreien. Er sah Sünde überall, nur nicht im Herzen sein. Bring dieses Zigeunerpack sofort zum Justizpalast. Du Weib, was versteckst du da? Diebesgut, was sonst? Nehmt es ihr weg. Sie floh. Dies ist eine Kreatur des Teufels. Ich schicke sie zurück in die Hölle, wo sie hingehört. Du hast vergossen dies unschuldig Blut vor den Toren Notre Dame. Nichts trifft keine Schuld. Sie ist geflohen. Wird dieses Kind auch ein Opfer der Wut vor den Toren Notre Dame? Mein Gewissen ist rein. Du kannst dich und die Deinen belügen. Und du stellst dich so fromm wie ein Lamm. Doch du kannst nichts verleugnen, die Zeugen, sie starren dich an. Schau in die Augen, Notre Dame. Und zum ersten Mal in seinem Leben als Despot hatte Frollo Angst um seine Seele nach dem Tod. Was muss ich tun? Sorge für das Kind, als wäre es dein eigenes. Was? Um diese Missgeburt soll ich mich kümmern? Wie ihr wollt. Aber lasst ihn bei euch in der Kirche leben. In der Kirche? Wo? Wo ist egal. Dort, wo man ihn nicht mehr sieht, entkommen darf er nie. Vielleicht im Glockenturm. Und wer weiß, die Wege des Herrn sind unergründlich. Nützlich wird ganz sicherlich dies Missgeschick für mich. Doch fragt sich wie. Und Frollo gab dem Kind einen grausamen Namen. Er bedeutet unvollendet, Quasimodo. Als nächstes versteckt sich ein Rätsel im Klang aller Glocken Notre Dames. Was ist ein Monstrum und was ist ein Mann? Sind das Bim-Bam, 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 Bim-Bam?